Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jungnischke und heute zu Gast ist David Otto, der Inhaber der Firma Nutramare GmbH, Entwickler und Inverkehrbringer seines eigenen Koi-Futters, das hergestellt wird beim Futtermittelwerk Besco, bei dem der Herr Otto auch beratender, wissenschaftlicher Berater ist und Entwickler für neue Futtermittel. In unserem heutigen Video geht es um den wichtigsten Bestandteil im Koi-Futter, nämlich der Proteinquelle. Und der Herr Otto wird uns so ein bisschen erzählen, welche Proteinquellen es gibt und ja, alles, was es dazu zu wissen. Ja, bitte schön. Also beim Protein muss man unterscheiden zwischen tierischen und pflanzlichen Proteinquellen. Und der wesentliche Unterschied ist im Endeffekt, ja, der Aufbau der einzelnen Proteine, dessen Aminosäurenprofil, also die einzelnen Bestandteile des Eiweißes. Und wir hatten ja schon vorhin mal erzählt, dass umso ähnlicher das Aminosäurenprofil der Proteinquelle, umso besser ist es für den Koi verdaulich. Genau, das hat man in einem anderen Video schon mal angesprochen. Das heißt, wenn ein Fisch jetzt einen kleinen Koi frisst oder sich nur von kleinen Koi ernähren würde, wäre das eigentlich die optimale Naturnahrung, weil da genau das gleiche Protein, also der gleiche Aufbau der Proteine ist und somit der Koi, der große Koi, diese Proteine bestmöglich für sein Wachstum verwenden kann. Ja, und da unterscheiden wir zwischen den tierischen Proteinquellen, hier waren zum Beispiel Fischmehl, Garnelmehl, um jetzt mal die Wasserorganismen abzugreifen. Sehr beliebt sind auch Proteinquellen aus dem Landlebewesenbereich, wie Federmehl, Geflügelfleischmehl, Blutmehl. Die haben auch eine sehr hohe Verdaulichkeit, aber da muss man den Einsatzzweck in der Koi-Haltung hinterfragen. Zum Beispiel das Blutmehl wird sehr gut verdaut, aber führt zu grauem Wasser. Okay. Per se sind diese Proteinquellen nicht schlecht, haben eine hohe Verdaulichkeit, aber der Einsatzzweck ist halt entscheidend. Wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf, in dem Zusammenhang ist mir mal irgendwann zu Ohren gekommen, dass man Diskusfische mit Rinderherzen füttert. Ja. Und das war für mich eigentlich auch total schizophren, weil das ist ja eine Kuh und das ist ein Fisch und dass das funktioniert und dass das vor allen Dingen eine vollwertige Ernährung sein kann, das leuchtet mir nicht ein. Also vollwertig, da sollte man Abstand von nehmen. Es ist eine sehr gute Ernährung. Mhm. Was heißt sehr gut? Die wachsen, nimm es an. Die Akzeptanz ist ja auch bei Diskus immer die Sache. Mhm. Und es ist verfügbar. Gut, es ist in großen Mengen verfügbar. Genau, ist wahrscheinlich immer auch frisch, recht günstig. Und so ist das im Endeffekt beim Diskus-Hobby. Mhm. Was man bei solcher Ernährung bloß aufpassen muss, dass man nicht zu viel Protein füttert, weil das ist eine Organismenbelastung, weil das Protein, was nicht zum Wachstum genommen wird, wird verstoffwechselt und über die Chiemen, also zur Energiegewinnung genommen nachher und über die Chiemen abgeatmet in Form von Ammonium. Auf jeden Fall ist es so, dass man immer den Einsatzzweck hinterfragen muss und natürlich auch die Bioverfügbarkeit, also wie viel Prozent kann von dem Protein, was man hinzugibt, für den Fisch auch verwertet werden. Da sind wir bei der zweiten Proteinquelle, dem pflanzlichen Protein. Diese werden meistens von Soja, Lupine, was haben wir noch, Weizengluten, Erbsen. Auch, ne? Und da ist es so, diese Proteinquellen können auch von Koi verstoffwechselt werden, aber nur zu einem geringeren Anteil. Also der ist deutlich geringer. Zum Beispiel beim hochwertigen Fischmehl, was bei niedrigen Temperaturen getrocknet wird, liegt die Verdaulichkeit des Proteins bei über 90%. Mhm. Also ich habe unseren aktuellen Fischmehl im Werk, welches wir verwenden, das hochwertigste, hat eine Verfügbarkeit von 94%. Mhm. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei Soja, da hat auch einen hohen Proteingehalt, wenn dort das Sojaöl rausgepresst wurde, ist eine günstige Proteinquelle, aber es wird halt
mehr wieder ausgeschieden. Das heißt jetzt für uns Laien gesprochen, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe ein Futter mit 40% Eiweiß und diese 40% Eiweiß sind Fischmehl, dann hat der Fisch da viel mehr davon, als wenn diese 40% Eiweiß Soja sind. Ja, genau. Hinzu kommt, dass pflanzliche Proteinquellen oftmals, das nennt sich in der Wissenschaft, antinutritive Eigenschaften haben. Also das sind Stoffe, die die Verdaulichkeit negativ beeinflussen. Jeder kennt es vielleicht, wenn man zu viel Bohnen isst, dann kriegt man Blähung. Oder es gibt manche Lebensmittel, die wirken nachher abführend. Und ähnlich ist es auch so bei etlichen pflanzlichen Proteinquellen, die in einer höheren Dosis verdaulichkeitsschädigend wirken. Also man wird einfach mehr ausgeschissen. Also das ist eigentlich der Hauptgrund, warum Fischfutter oder Keulfutter den hohen Anteil dieser alternativen Proteinquellen, also es wird immer versucht, Fischmehl durch diese zu ersetzen, für den Einsatzzweck im Keulfutter ungeeigneter erscheinen lassen. Weil es wird einfach mehr ausgeschissen, also primär schädigen tun sie jetzt auch nicht, aber wenn ein Teil davon nicht verfügbar ist, warum sollte man den denn füttern? Ja. Der landet im Keuteich und da hat man das Problem, dass die Bakterien sich drum kümmern und man hat eine höhere Wasserbelastung. Ja. Und es kostet natürlich auch mehr, weil wenn ich ja entsprechend dann die Futtermenge erhöhen muss, damit meine Fische sich gut entwickeln, dann habe ich natürlich ja auch nichts gewonnen. Und ist ja auch, ich meine, diese Nachhaltigkeitsdiskussion wird ja, wenn man das Wort Fischmehl nimmt, auch immer direkt angestoßen. Man kann es ersetzen, aber wenn man es ersetzt und dann eben da nur Nachteile durch hat und davon ab ist ja Sojaprotein auch relativ umstritten wegen der großen Monokulturen und der Wälder, die dafür abgeholzt werden, dass man Soja anbaut. Also das ist, man kann es immer drehen und wenden, wie man will, aber man kommt vom Fischmehl im Grunde, so habe ich zumindest jetzt verstanden, immer noch nicht weg. Ja, und man hat das ganz große Problem, dass sogar die Fische, die wissen es intuitiv selbst, Futtersorten mit einem hohen Fischmehlanteil werden immer gefressen. Da hat man keine Probleme, fügt man sehr viele pflanzliche Proteinquellen hinzu, sinkt die Akzeptanz und die Fische fressen es einfach schlechter. Deswegen ist auch meist immer ein Anteil von Fischmehl enthalten. Um einfach, dass die Fische überhaupt dran gehen, weil damit das ist ja für jeden Fischfutterhersteller der Super-GAU, wenn die Fische das Futter nicht anpacken, dann kann er sein Futter nicht verkaufen. Genau, der Karpfen ist relativ nicht wählerisch. Der frisst eigentlich alles, aber wenn nach hinten die Menge wieder rauskommt, in Form von Kot, ist einem ja auch nicht geholfen. Nee. Und wir sind ja im Keubereich, nicht im industriellen Maßstab. Wenn man Futter füttert, ich rede ja so von Karpfenfutter um 30%, mit einem hohen Anteil an alternativen Proteinquellen, was in der konventionellen Teichwirtschaft gefüttert wird, da haben wir zwei Effekte. Erstens einen Verdünnungseffekt, weil es ein riesen Teich ist. Und zweitens düngt das, was ausgeschieden wird, die Wasserorganismen wie Daphnien und die anderen Nährtierchen. Und somit ernähren sich die Karpfen dann wieder von diesen. Direkt davon, genau. Genau. Dann wird es dann nicht wie bei uns beim Keuteich Abfall, sondern wird dann noch bioverfügbar und bioverwertbar. Das ist natürlich auch ein Unterschied. Und ja, wir haben ja im Grunde in unseren Keuteichen auch keine Daphnien und sowas drin. Meistens sind die Teiche ja blitzeblank. Und dann würde diese Düngung halt bei Keuteichen nichts nutzen. Genau. Und im Keuteich hat man ein schlechtes Wasser. Ja, genau. Und trübes Wasser will ja auch keiner haben. Insofern wieder ein Grund, ein gutes, hochwertiges Futter mit Basisfischmehl zu verwenden. Ja, gibt es zum Thema Fischmehl noch mehr zu sagen? Ja, warum setzen denn die Hersteller das trotzdem ein? Ja, im Endeffekt, der Fischmehlpreis steigt und steigt in den letzten Jahren. Und es gibt im Endeffekt Alternativen in Form von pflanzlichen Proteinen, die man einsetzen kann, weil sie viel günstiger sind. Also der Unterschied zwischen pflanzlichen Proteinen und Fischprotein liegt bei über 50%. Genau das gleiche auch bei den tierischen Proteinquellen.
wenn ich jetzt von so Geflügelfleischmehl oder Federmehl ausgehe, die sind viel, viel günstiger als ein hochwertiges Fischmehl. Deswegen versucht man immer den Grad zu gehen in der Rezepturentwicklung, bis zu welchem Anteil kann ich Fischmehl reduzieren, ohne dass es negative Einflüsse in der Futterqualität, in dem Wachstum im Allgemeinen für den Fisch gibt. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass in der Aquakultur da ganz andere Maßstäbe angesetzt werden müssen, weil eben, wenn man Fischprodukte sieht, also Fischfilets, was die heute kosten, die sind ja extremst günstig. Die kommen meistens auch noch vom Ende der Welt. Das heißt, hier ist jeder Cent, den man bei Futtermittelproduktion einspart, nachher bares Geld, wenn nicht sogar nötig, um überhaupt wettbewerbsfähig die Produkte anbieten zu können. Das heißt eben ein ganz anderer Fokus und das ist eben auch der Grund, warum man dort diesen Weg geht. Aber wir beim Käubereich, ich habe es in einem anderen Video schon gesagt, warum kaufen wir uns einen Ferrari, wenn wir dann nicht bereit sind, auch den teuren Sprit, das Super Plus zu kaufen, um die Leistung des Autos auch wirklich abrufen zu können. Und so ist das mit unseren Koi auch. Es ist so, und da beißt die Maus keinen Faden ab, dass eben Fischmehl aus den eben genannten Gründen des Aminosäureprofils die beste Nahrungsquelle, die beste Proteinquelle ist. Und wenn ich schon so wenig ökologisch bin, dass ich einen Koi-Teich betreibe mit seinen ganzen Stromkosten und Wasserkosten, dann brauche ich nicht über Nachhaltigkeit bei den paar Kilo Fischfutter, die ich einsetze, zu diskutieren. Genau. Und man muss bedenken, man kann ein Futter mit der gleichen also mit der gleichen analytischen Futterzusammensetzung zu 50% des Preises produzieren, wenn man Fischmehl rauslässt und es durch eine andere alternativen Quellen hinzufügt, sogar noch unter 50%. Und das ist halt das Schwierige für den Endkunden dort, das im Endeffekt zu beurteilen, ist das ein Futter mit einer guten Zusammensetzung oder einer schlechten. Wobei wir beim Thema Deklaration sind, ganz verpönen darf man diese ja, Proteinquellen jetzt auch nicht. Bis zu einem gewissen Grad nutzt man es auch, um das Aminosäurenprofil auszugleichen. Zum Beispiel Federmehl oder Geflügelfleischmehl haben ein anderes Profil als Fischmehl. Fischmehl und da versucht man ja, also da haben wir ja kein Karpfenmehl zur Verfügung, größtenteils nicht zur Verfügung, dass meist irgendwelche sardinartigen oder lachsartigen, die vermahlen werden, um dann aber dem Karpfen-Aminosäurenprofil etwas näher zu kommen, gleicht man das dann mit anderen Aminosäurenquellen aus, die zum Beispiel einen höheren Lysinanteil haben. Bei uns im Werk, wir geben auch freie Aminosäuren extra hinzu, um das Aminosäurenprofil noch weiter auszugleichen. Aber per se verteufeln sollte man diese Ausgleichsstoffe jetzt nicht. Aber man kann es ja auch durch Fischmehl gleich ordentlich machen. Genau. Ja, es geht ja hier eh nicht darum, irgendwas zu verteufeln, sondern wir wollen euch bestmöglich informieren, damit ihr nachher in der Lage seid, noch besser zu entscheiden, welches Produkt ist für eure Koi am besten geeignet. Und was ich natürlich auch möchte, ist mit diesen Videos den Kandidaten, die mit irreführender Werbung hier versuchen, Nachteile in Vorteile umzukehren, so ein bisschen ein Pendant zu bieten. Weil diese Fehlinformationen oder Falschinformationen, die da teilweise laufen, eben nicht dazu dienen, euch schlau zu machen, sondern irgendein Produkt, was minderwertig ist, besser zu verkaufen. Und das muss ja nicht sein. Ja, gibt es noch irgendwas Ja, zu eine ergänzen? Sache hätte ich noch. Ja. In der letzten Zeit sind immer wieder Insektenmehle oder Krillmehle im Fokus der Koi-Community geraten. Dazu kann man sagen, bei Krillmehl hat eine akzeptanzsteigernde Wirkung, ist aber rein wirtschaftlich gesehen, das kostet fast das Doppelte von hochwertigem Fischmehl. Da kann man sagen, wenn man auf diese Schiene gehen würde, dann wäre das Futter nachher nicht mehr marktfähig oder es würde keinen Vorteil bringen gegenüber Fischmehl,
weil dann das Aminosäurenprofil wieder zu weit ab wäre von dem vom Fisch. Es bringt nur als Ausgleich was. Bei den Insektenmehlen haben wir das ähnliche Problem. Mit dem einzigen Unterschied, dass zum Beispiel Hermetia oder Soldatenfliege ab einer höheren Einsatzmenge, dass die Akzeptanz geringer ist. Und die ist aktuell auch noch so teuer, dass es keine Alternative zu hochwertigen Fischmehl ist. Und warum soll man was ersetzen, was an sich sehr gut ist, durch etwas, was keine Vorteile bringt, außer den Nachhaltigkeitsaspekt? Und da sollte man meiner Meinung nach in der Aquakultur anfangen und nicht beim Hobby, wo wir im Bereich des Kleinverbrauchers sind. Im Grunde ist das auch für einen Weltbedarf von Fischmehl gerechnet, ja, Pipi-Kram, worüber wir da reden. Und eins noch zum Thema Nachhaltigkeit, wenn ich über Insektenlarven und sowas spreche, dann muss ich mir natürlich auch da die Produktion und vor allen Dingen die Energiekosten, die nötig sind, oder der Energieverbrauch, der nötig ist, um diese Larven herzustellen, weil die in der Regel viel Wärme brauchen. Und das ist natürlich auch ökologisch dann bedenklich. Also man kann das Ganze drehen und wenden, wie man will. Hier sitzt ja neben mir ein Futtermittelwissenschaftler, und wenn er in der Lage wäre, einen vernünftigen Ersatz zu finden, der preislich eine Alternative darstellt, der ökologisch eine darstellt, wäre die Firma Nutramare sicherlich einer der ersten, der das auch machen würde. Aber bei einer, ich sag mal, objektiven Betrachtung der Faktenlage, wie wir sie heute haben, gibt es keine Alternative zum Fischmehl. Und vielleicht noch ein Nachsatz dazu: Jetzt gab es zuletzt so einen Futtermittel in Verkehrbringer, der damit geworben hat, dass er aus Nachhaltigkeitsgründen den Eiweißanteil seines Futters reduziert hat. Wir haben jetzt, glaube ich, so viel über die Bedeutung von den einzelnen Bausteinen vom Fischfutter gehört. Und wenn ich sage, dass Eiweiß, egal jetzt aus welcher Quelle, der Baustein ist, den der Fisch braucht, Wachstum aufzubauen, dann ist eigentlich logisch, wenn ich in einem Futter pro Kilogramm weniger Baustein habe, dann muss ich einfach mehr Kilogramm füttern, um das gleiche Ergebnis im Fisch zu erzeugen. Denn ich kann nicht mit weniger Baustein mehr sozusagen aufbauen. Das ist einfach unmöglich und auch in der Physiologie unmöglich. Das heißt, das Eiweiß, was ich zuführe, macht aus dem Impfisch das Wachstum. Führe ich weniger Eiweiß zu, gibt es weniger Wachstum. So einfach ist das. Deswegen die Prozentzahl im Futter das eine, die Menge an Futter, die ich insgesamt in den Teichstand reinschmeiße, letztlich das Entscheidende. Ne? Genau, also kann man so sagen. Man kann Futter, was niedrigen Eiweißgehalt hat, mehr füttern. Oder man füttert ein Futter mit einem hohen Nährstoffgehalt und füttert weniger. Genau. Der Vorteil der letzten Variante ist, man füttert weniger Begleitstoffe, also weniger Rohfaser, und hat im Endeffekt aufs Ganze, auf die absolute Proteinzahl, also wie viel Gramm Protein effektiv in den Teich gelangt, weniger Begleitstoffe. Genau, und ich habe dadurch natürlich wieder weniger Wasserbelastung, weniger Belastung für den Filter, weniger Belastung für den Fisch an sich und eigentlich die bessere Gesamtbilanz. Ja, das war schon mal alles zum Thema Proteinquellen. Vielen Dank für diese tollen Informationen. Und an euch wieder der Appell: Wenn es Fragen zu dem Thema gibt, bitte ja gerne. Wir wollen noch tiefer einsteigen. Umso mehr Informationen ihr haben wollt, umso mehr werdet ihr zu dem Thema bekommen. Gerne per E-Mail an info@core-consult.de oder per WhatsApp an 0160 973 739 74. Danke, dass ihr dabei wart, und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, euer Robert Jungnischke.